Nach der Europapokalniederlage in Aalborg hat der SCM-Trainer Bennett Wiegert seinen Spielern eine gleich zweiteilige Wochenaufgabe mit auf den Weg gegeben. Teil 1 war das Ligaspiel zu Hause gegen Frisch auf Göppingen. Bevor es losgehen konnte, wurde in der Halle jedoch eine Schweigeminute abgehalten, um den Opfern der Bombenanschläge in Brüssel am 22. März des Jahres zu gedenken. Dann aber wurde Handball gespielt, mit den Göppingern im Angriff. Die scheitern aber mit ihrem ersten Wurf an Keeper Dario Quenstedt. Auf der Gegenseite macht es Zielko Musa besser, das erste Tor der Partie 1:0 für den SCM. Das sollte es aber für die nächsten Minuten an SCM-Treffern gewesen sein. Die Gäste spielten jetzt stark auf. Einen 4:0-Torelauf konnte Niklas Barüt in der 8. Minute vom Kreis aus abschließen. Die Göppinger waren 4:1 in Front. Tor Göppingen durch den Spieler mit der 13, Niklas Barüt. Dann wachten die Magdeburger endlich auf und starteten selbst einen 5-Torelauf. Den viel umjubelten Ausgleich zum 4:4 machte dabei Abwehrspezialist Finn Lemke. Die erneute Führung besorgte dann Robert Weber in der 12. Minute vom Punkt. Er sollte Magdeburgs bester Werfer mit 9 Toren werden, 5 davon durch 7 Meter. Das Spiel der Magdeburger blieb trotzdem fahrig. Dario Quenstedt im Tor war aber voll drin in der Partie und rettete viele Bälle von der Linie. Wer aber dann im Aufbauspiel Fehler macht, fängt sich auch die Gegentore ein. Anton Hallén mit dem 7:6 für Göppingen in der 18. Minute. Auf einmal war sie wieder da, die Magdeburger Abschlussschwäche. Zuerst vergibt Musa, dann auch Michael Damgard. Und wie so oft durften sich im Anschluss beide bei Keeper Dario bedanken, der zumindest das Gegentor verhindert. Und dann Tor des SCM Dario! Nach einer kurzen Auszeit wurde die Offensive dann besser und drehte das Spiel wieder. Michael Damgard setzt Yves Grafenhorst wunderbar in Szene und der trifft zum 11:9 für den SCM. Die Schattenseite waren aber immer wieder unnötige Fehler. Hier kann Andreas Rojewski den Ball nicht fangen. Dass aus Gegenstoß und anschließendem Freiwurf kein Göppinger Tor resultiert, ist wieder Darius Verdienst. Und noch einmal Dario! Mit einer 12:10 Führung ging der SCM in die Pause. Danach legte er auch gleich wieder vor. Michael Haas trifft zum 13:10, Magdeburg wieder 3 Tore vorn. Die Partie blieb aber umkämpft. Zahlreiche Fouls und Fehler prägten das Spiel beider Mannschaften. Bei Magdeburg kam allerdings auch noch eine gute Torwartleistung dazu. Dario Quenstedt wurde immer besser und parierte in Minute 41 gleich doppelt. Vorne blitzte dann doch ab und zu die Klasse der Mannschaft auf. Nemanja Zelenovic mit einem tollen Zuspiel auf Zielko Musa, 20:17. Minute 44. Finn Lemke im Vorwärtsgang. Naja, die Fans sehen es ihm nach, die Abwehr stand ja sehr sicher. Erfahrungsaustausch an der Linie. Der ehemalige Weltklasse-Keeper Tommy Svensson beim Coaching mit Dario und Yannick Green. Immer im Mittelpunkt waren die Schiedsrichter der Partie. Insgesamt sprachen sie je 4 Verwarnungen und 3 Zeitstrafen pro Team aus. Auch beide Trainer sahen gelb. Ein Beleg für den Kampf, der im Spiel steckte. 51. Minute. Die Göppinger waren auf ein Tor herangekommen. Zeit für Michael Damgard. Er sollte mit 4 Toren in den letzten 9 Minuten zum Magdeburger Mann der Schlussphase werden. In Minute 55 machte er dann Bekanntschaft mit der Hand von Tim Kneule. Behandlungspause und Rot für den Göppinger waren die Folge. Was dann folgte, kennt der SCM-Fan aus dieser Saison auch zur Genüge. Es wurde nochmal spannend. Vor dem Göppinger Tor scheitert erst Mika Damgard und dann Marco Besiak. Im Gegenzug schafft Frisch auf den Ausgleich in Minute 56.
aber sie lassen auch liegen. In Minute 59 treffen sie nur die Latte. Jetzt muss der SCM eigentlich nur noch die Zeit runterspielen. Oder aber den Ball zu Michael Damgaard passen. Und der haut das Ding dann 15 Sekunden vor Schluss kompromisslos in den Kasten. Der Göppinger Anschlusstreffer zum 28:27 in den letzten 10 Sekunden war dann auch nicht mehr so wichtig. Die Magdeburger feierten ihren Micah Damgaard, eine starke Abwehrleistung, und blicken jetzt etwas optimistischer in Richtung Europapokalspiel am Sonntag gegen Bukarest. Und hier die Stimmen zum Spiel. Das ist Handball. Ich würde mir natürlich auch ein bisschen Cleverness wünschen, ein bisschen Konstanz wünschen. Trotzdem freue ich mich natürlich zu sehen, wie die Jungs sich jetzt drin freuen, weil wir haben wirklich über 60 Minuten an diesen zwei Punkten gearbeitet. Mit allen Fehlern, 100%. Aber ich glaube, ich kann keinen den Kampf absprechen, keinen den Willen absprechen, keine Leidenschaft absprechen, und dafür Kompliment an die Mannschaft. Ja, wir hätten es, glaube ich, nicht so spannend machen müssen. Wir wollten, würde ich ja zumindest gesagt, dass wir in der 40., 45., 50. habe ich immer gesagt, ja, so, jetzt ziehen wir weg, jetzt ziehen wir weg. Das ist uns leider nicht gelungen, aber nichtsdestotrotz haben wir gewonnen. Die Offense hat uns zum Schluss da den Hintern so ein bisschen gerettet. Wir standen nicht mehr ganz so kompakt, aber trotzdem, wir haben gewonnen. Wir können zufrieden sein und Sonntag geht's weiter. Großes Dank an die medizinische Abteilung, die da alles investiert hat, um mich fit zu kriegen. Da ist halt auch alles hingehauen, zum Glück. Eine Woche ausfallen oder 2 Wochen oder 3 Wochen hatte ich jetzt keine Lust zu. Und von daher kann ich da nur ein riesen Kompliment machen. Es hat von der Kommunikation alles gepasst, konnte alles hören. Und daher, ja, ist gut. Ja, also wir haben versucht, das Spiel gegen Aalborg vergessen zu machen. Also das hat jetzt bei mir zum Beispiel keine Rolle mehr gespielt. Ich habe mich sehr gut auf Göppingen vorbereitet. Wir haben sehr gut trainiert jetzt im Vorfeld. Und deswegen gab es keine Spur von Aalborg mehr. Was ist das? Ja, alles gut, aber das war gerade in der Haugen und das war das dritte Mal in ganz kurzer Zeit. So, das tut mir so weh, aber alles gut, hoffe ich. Aber wir gucken an morgen und dann, aber alles gut. Das war ein unglaubliches Spiel heute. Ich war ein bisschen Angst vor, dass Lars Kaufmann macht das tot. Aber wir haben weiter zusammensteht und das war sehr wichtig heute. Und das war ein wirklich geiler Sieger und das ist, was wir brauchen. Endlich kommt dieser ein Tor-Sieger und bitte, die Zuschauer müssen weiter kommen hier in der Halle. Das war unglaublich heute. Vor der Kulisse kann es am Sonntag dann auch funktionieren. Genau, wir können nicht verloren mit dieser Atmosphäre. Lars, das war ein Spiel auf Augenhöhe. Mal habt ihr geführt, mal die Magdeburger zum Schluss. Wahrscheinlich ein sehr glücklicher Sieg für die Magdeburger. Wie ist dein Fazit? Ja, ich denke, die gerechte Entscheidung wäre unentschieden gewesen. Jetzt Magdeburg hat den letzten Angriff gut ausgespielt und ja, war ein gleichwertiges Spiel und wir haben gekämpft ohne Ende, aber leider wurde es nicht belohnt. Anfang des Jahres sah es nicht so gut für euch aus, dann wart ihr, als das letzte Mal hier wart, schon ein bisschen näher dran. Diesmal ganz knapp gescheitert, Tendenz spricht eigentlich für euch. Naja, eher Final Four, dann schlagen wir Magdeburg. Das war eine klare Ansage. Ihr werdet ja das auch beobachtet haben, dass beim SCM in diesem Jahr nicht ganz so rund läuft. Ich denke, da rechnet man sich was aus, oder? Ja gut, die Erwartungen waren natürlich nach letzter Saison sehr hoch und die Ziele waren auch sehr hoch gesteckt. Von daher war vielleicht ein bisschen zu viel Druck von außen und ja gut, aber ja, die machen ihr Ding und ich denke, die werden noch gute Leistung zeigen.